Vers 59. Höchste Hingabe wird in kleinen Schritten erreicht, indem man sich ständig um Selbstverwirklichung bemüht. Und zwar mit Hilfe der Aussagen der Schriften, eines frommen Lebenswandels und Ausdauer in der Praxis. Erläuterung: Aussage der Schriften. Werke der Bhakti-Literatur wie das Srimad Bhagavatam, die Veden, die Puranas, die Gita und so weiter. Frommer Lebenswandel. Das Verhalten frommer Menschen, Sadhus, die reine Gottgeweihte sind, und das Verhalten frommer Menschen, die durch spontane Liebe gekennzeichnete Gotteshingabe besitzen. Praxis. Die 10 Grundprinzipien Dashamula aus den Shastras lernen, nach den Vorschriften der Shastras den Namen Haris empfangen, der den Namen, die Form, die Eigenschaften und die Taten des Göttlichen verkörpert und sich im Chanten des Namens üben, indem man ihm Tag und Nacht dient. Damit ist gemeint, die Shastras zu studieren und die Gesellschaft von Sadhus zu suchen. Die 10 Vergehen gegen den heiligen Namen lassen nach, wenn man dem Namen Haris dient und gleichzeitig frommes Verhalten praktiziert. Solches Praktizieren bedeutet nichts anderes, als dem Beispiel von Sadhus zu folgen, die dem Namen ohne Vergehen dienen. Durch Ausdauer in solcher Praxis erscheint durch Liebe gekennzeichnete Hingabe als die Frucht spiritueller Bemühungen in der reinen Essenz der Seele.